Oh, hallo. Ich war dabei, meine 14-stündige Essunterbrechung irgendwie auszufüllen und habe ein bisschen herumexperimentiert. Und zwar habe ich Brennnesseln gepflückt. Die zeige ich jetzt nicht vor, weil ich sie schon verarbeitet habe. Und zwar hier drin. Dann zu den Brennnesseln 125 Gramm Heidelbeeren in den Mixer getan. Ein großes Glas Wasser dazu. Und frische Minze. Und Zitronenschale und Zitronensaft. Und das habe ich hier zu so einem Drink zusammengerührt. Und naja, von dem Tress da noch ein bisschen was abgemacht, ein bisschen was schwimmt da noch drin. Wenn ihr das ganz klar haben wollt, müsst ihr das durch ein feineres Sieb gießen und es mit einigen frischen Heidelbeeren dekoriert. Und jetzt probiere ich das mal. Ich finde es total klasse. Roh, köstlich und gesund und kalorienarm. Probiert es doch mal aus. Viel Spaß dabei.